Gefertigt werden sie heute, wie schon seit Jahrhunderten, immer noch in Impruneta, der Ziegelstadt in der Nähe von Florenz. Hier wird ein hervorragender Lehm abgebaut, aus dem schon der Architekt Brunelleschi die besonders leichten Dachziegel für seine Florentiner Domkuppel brennen ließ. Im Betrieb der Familie Massini wird alles noch von Hand gemacht. Draußen im hellen Sonnenlicht kann man noch die letzten Unebenheiten bereinigen. Töpfe, Vasen, üppig verziert oder nur mit einfachen Bändern versehen. Pinienzapfen, Waschbecken, Brunnen, Tiere und Fabelwesen, alles aus Terrakotta, was übersetzt gekochte Erde heißt. Drinnen ist es so dunkel wie in einer mittelalterlichen Werkstatt. Beim Tonmischen hilft auch der Vater des Besitzers, Osvaldo, mit. Lehm und Wasser braucht man dazu und später zum Brennen Feuer. Fornace heißt so eine Töpferei in Italien, Ofen. Wie Tänzer kreisen die Töpfer um die Vasen. Ihre Hände, ihre Bewegungen verleihen dem Lehm die Form. Solche großen Vasen müssen vom Boden her aufgebaut werden. Das heißt, aus Tonwürsten einen Ring auf den anderen zu setzen und dazwischen immer wieder zu warten, bis der Ton genügend getrocknet ist, um den nächsten Ring zu tragen. Wir fragen den Besitzer Marco Massini, was den Unterschied ausmacht zu anderen Terrakotta-Gegenden. Hier gibt es eine besondere Erde, die reich an Eisenoxiden ist, die dadurch eine besondere Widerstandsfähigkeit gegenüber allen schwierigen Witterungsbedingungen hat, vor allem gegen Frost und Salz. Die Vasen können draußen stehen, wir haben das im extremen Klima erprobt. Bis zu minus 25 Grad halten sie eine Woche lang aus. Die Herstellungsarten, die sind verschieden. Für die großen Vasen benutzen wir die überlieferte Technik. Stück für Stück wächst die Vase Tag für Tag. Für die kleineren Vasen benutzen wir Formen, in die der Ton eingedrückt wird. Nach dem Trocknen kann man die Vase aus der Form nehmen, ausbessern und in den Ofen geben. Die Formen sind so etwas wie das Gedächtnis der Firma. Ja, das stimmt. Der Fornace ist alt. Er besteht seit 1680. Mein Großvater hat ihn 1934 gekauft und ein großer Teil der Formen sind aus dieser Zeit, also 60, 65 Jahre alt. Was Gianna hier in die kleinen Formen drückt, sind die Applikationen für die großen Vasen. Um sie hernach leichter herauslösen zu können, wird die Form immer wieder mit Tonpulver eingestäubt. Daniele setzt die Verzierungen auf die Vasen. Gelegentlich braucht er doch einen Meterstab,
bis die Applikation auch wirklich präzise sitzt. Die Handarbeit ist teuer. Solche Vasen kosten ein paar hundert Euro.